Herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge hier My Time at Portia. Und wir haben die Forschung der beiden Linsen abgeschlossen. Mal gucken, was wir dafür bekommen. Ah, das sind Linsen für... Das ist die Lösung für Leute, die farbenblind sind. Da haben sie einfach im Spiel Linsen eingebaut, mit der man das lösen kann. So. Wir brauchen mehr Hardwood. Gucken, ob wir bei dem Kollegen hier wieder was klauen können. Ja, biete du mich mal ab. Gucken wir mal. Das sind nur Tretbäume. Wenn wir aber Glück haben, sind alle Viecher hier friedlich. Überlege ich gerade, ne? Wenn wir den Brückenkopf haben und es braucht jetzt für alles 5 Hardwood, ist natürlich so ein bisschen problematisch. Was ist eigentlich, wenn wir den Baumstumpf entfernen? Kommt auch noch was raus? Neunzehn Holz, 4 Hardwood. Oh, ich glaube, das lohnt sich. Denn wir brauchen ja 25 Hardwood pro Vorgang. Also wenn das so ist, ne? Weil aus 5 Hardwood wird ein Hardwood Plank. 5 Hardwood Planks brauchen wir für ein so ein Brückenteil. Also ich hoffe nur, das lohnt sich. Wobei ich annehme, dass sich das dann noch mehr lohnt, wenn wir dann noch bessere Werkzeuge haben, mit denen wir noch schneller abarbeiten können. Und die Lebewesen dieser Welt, die hier rumlaufen, die sind alle sehr komisch, also müsst ihr euch nicht wundern. So, damit haben wir allerdings auch schon für heute unsere gesamten Punkte aufgebraucht. Das heißt, jetzt jede Menge craften und warten und vielleicht ein bisschen in der Welt rumlaufen und mal ein bisschen gucken, was es hier noch so zu entdecken gibt. Halte ich für eine gute Idee. Kurz. Sollen wir eigentlich diese ganzen Pflanzen schon mal sammeln oder sollen wir das lieber nur machen, wenn wir sie brauchen? Weil alles Müll kommt Inventar zu, ne? Andererseits immer nur einen Platz pro Pflanze sozusagen. Also, oder 2, 3, je nachdem, was da rausfällt. Ich weiß es nicht. Je ne sais pas. So, Hardwood Plank. Brauchen wir auf jeden Fall immer. Okay. Das
Jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Gucken wir mal. 18 Grinding Stone. 8. Aus 10, 3 aus 5. Ich gucke gerade, wie wir irgendwie die Steine, so viele Steine hier auch, die nicht irgendwie gewinnbringender verkaufen können. Ein Stein gibt normalerweise ein Gold. Nee, ne? Das ist einfach, wenn wir die Steine direkt verkaufen. Warum ist das so? Zehn. Fünf und acht. Fünf Wooden Boards. Civil Furnace haben wir freigeschaltet. Und drei Kupferblades. Nein. So, und Wooden Boards können wir, glaube ich, nur auf dem Cutter herstellen, ne? Schauen wir mal kurz im Dorf, was wir da für Aufgaben noch bekommen könnten. So. Drei Wooden Storages. Wir dürfen ja nur einen annehmen. Schauen wir mal kurz, wie unsere Reputation so ist. Hier seht ihr auch die Belohnungen. Also, wollen wir auf jeden Fall haben. Deswegen sollten wir mal... Ja, wir sollten echt mal die Füße in die Hand nehmen oder die Beine. Und mehr Quests machen. Mehr dieser Aufgaben erledigen. Am besten jeden Tag eine. Wooden Storage. So, wo sollen die hin? Oben auf den Tempelberg, okay. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man dann jeden Tag einen annehmen kann oder ob erst der vorhergegangene dann auch fertig sein muss. Damit man den nächsten entgegennehmen kann, keine Ahnung. So. Guten Tag. Gibt ja auch jede Menge Ghouls, also sollten wir auf jeden Fall eigentlich tun. Huch. Achso, wir wollten ja auch noch mal gucken, ob wir... ...ob wir so einen Pflanzkasten mal aufstellen können. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Ich fürchte auch in der... in der Fertigungsmaschine. In
die ist ja gerade eigentlich belegt. So, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mit ihm schlafen müssen. Dann können wir nachher auch die Boards bauen. Ich habe das Gefühl, wir müssten jetzt schon 5 haben, ne? Nee, hier. Dang. Wir brauchen 5. Hervorragend. Läuft noch. Läuft auch noch. Gut. Wir müssen kurz schlafen. So schneller geht's. So. Now we are talking. Jetzt machen wir sozusagen Auftragsarbeit hier, ne? Was auch immer der Kunde haben will, stellen wir auf unserer Säge ein und dann kommt das dann da raus. Dann würde ich sagen, stellen wir das mal auf. Ich weiß gar nicht, ob es für jedes einzelne Teil eine Belohnung gibt. Ich hoffe es mal. Die große Belohnung ist dann, glaube ich, dass man zu dieser Insel darüber kommt. So, Todi steht auch da und wartet rum. Wartet rum. Aussage. Und wir haben sogar noch 5 Hardwood. Wir sollten immer eigentlich als erstes oben zum Bürgermeister laufen, jeden Tag. Damit wir die besten Missionen abgrasen können. Weil der Wettbewerb schläft nicht. Wir haben ja gesehen, welche tolle Belohnung es gibt. So. Machen wir den wieder. Hat sich jetzt noch unseren Ruf ein bisschen ausgewirkt? Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen. So, und dann Wooden Boards, die haben wir auch gleich fertig. Können wir hier dann vielleicht Pflanzenkübel kaufen? Gegen Discs. So geht das also. Würde ich schon gerne mal machen. Nicht. Okay. Weil ich nämlich gerne wissen würde, wie das funktioniert. Und ihr natürlich auch. Einfach mal testen. Hallo. Ich habe wohl überlegt, ne? Wenn wir... Oh. Wenn wir einfach mit den Leuten den ganzen Tag rumflirten, ne, dann kriegen wir ja super günstige Preise, aber ob das den Aufwand wert ist.
So, dann holen wir mal unsere Samen. Gut. Wir brauchen also irgendwie eine kleine Planterbox. Aber wo kriegen wir die? Gucken wir mal, was das nächste Brückenteil. Bridge Body. Braucht. Ach du dicke Männer. Stonebricks, Bronzeplatte, Bronzeplatte. So, diese Bronzeplatten, die stellen wir, glaube ich, hierher. Nee. Stellen wir auch hierher. Da brauchen wir noch mehr Bronzebarren. Okay, das läuft ja. Und bald nicht mehr, weil wir nicht mehr genug Kupfer haben. Da sollten wir vielleicht nochmal in die Mine gehen, bevor da unsere Konzession ausläuft. Wäre jetzt so mein Vorschlag. Aber vorher gucken wir kurz bei der Bauernhofdame, ob die was zum Einpflanzen hatten. Das finden wir raus in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.